Manchmal stehen Marktfahrer schon um 2 Uhr früh auf. Sie sind bei jedem Wetter unterwegs und das in etwa 200 Mal pro Jahr. Im vergangenen Jahr hieß es auch für sie, den Wagen stehen lassen zu müssen. Mit den warmen Temperaturen dürfen sie nun wieder ihre Waren auf den Wochenmärkten in ganz Ostösterreich anbieten, wie hier in Groß-Enzersdorf im Marchfeld. Und darüber freuen sich selbstverständlich alle. Wir haben viele Stammkunden, nicht nur in Groß-Enzersdorf, auf allen anderen Märkten. Und es ist schön, wenn die Kunde kommt und die Kunde hat ein Lächeln im Gesicht und es ist Kommunikation. Die Kunde trifft ihren Nachbarn, die ist jetzt, obwohl es der Nachbar ist, 3 Monate nicht gesehen hat. Am Markt wird gesprochen, da wird geplaudert und dann wird noch vielleicht gesagt, gehen wir auf einen Kaffee oder kommst zu mir auf einen Kaffee. Es ist schön. Und natürlich auch die Kollegen, dass wir wieder sehen. Das ist eine große Familie. Ich habe zuerst schon gesagt, wir Unternehmer wollen arbeiten, jetzt können wir wieder arbeiten. Und ich bin mir 1000%ig sicher, wir tragen sehr viel dazu bei, dass auch unsere Konsumentinnen und Konsumenten wieder Freude spüren, weil die Märkte sind ja da für unsere Kunden und das funktioniert jetzt wieder. Und ich bin wirklich da ganz großer Zuversicht, dass das sehr positiv weitergehen wird. Und das wird es aus Sicht der Markt-, Straßen- und Wanderhändler, wie die gesamte Branche korrekt heißt, obwohl den Marktfahrern auch während der Lockdown-Zeiten zu Hause nicht langweilig geworden ist. Nein, langweilig wird uns nicht. Weil dann kommt noch dazwischen, wenn man dann zu Hause ist, dann muss man schauen, dass man die Waren bekommt, die muss man bestellen, dann muss man die Lieferungen auspreisen, auf nachsortieren. Also Fahrt wird uns nicht. Zum Beruf des Marktfahrers muss man wohlgeboren sein, denn es ist zum Teil eine beschwerliche Arbeit, die die Männer und Frauen hier Tag ein, Tag aus leisten. Doch der Job hat auch seine schönen Seiten. Er ist ein bisschen außergewöhnlich. Das Schöne ist, du bist immer in der Natur, unter freiem Himmel. Zwar den Wetter ausgesetzt mit Temperaturen bei 35 Grad oder mit einem bei minus 25 Grad, das gibt es auch, oder ein Gewitter mit allem, was dazu gehört, mit Sturm, Hagel, viel Wasser. Aber im Prinzip ist es egal, was man arbeitet, es soll einem einen Spaß machen. Eines haben die Standler alle gemeinsam. Sie sind kommunikativ, freuen sich über nette Gespräche mit den Kunden und Kollegen. Sie sind fröhlich und haben stets einen lockeren, aufheiternden Spruch auf den Lippen. Was sie ab sofort auch wieder auf den Märkten in Wien, Niederösterreich, dem Burgenland und Oberösterreich unter Beweis stellen werden.